Guten Morgen, Leute. Eigentlich nicht mehr guten Morgen. Wie viel ist es schon? Hallo jetzt. Es ist schon 12:30 Uhr. Ich habe mich schon fertig gemacht. Ich war auch duschen. Jetzt sind meine Haare noch nass. Ich werde sie dann kämmen und wahrscheinlich föhnen, wenn sie dann noch nicht fertig sind. Heute fahren wir zum Europark, weil wir. Schaut euch kurz Junior an. Ja, er legt nämlich die. Ja, so schaut das aus bei uns. Schmeckt's, Junior? Er legt nämlich die Stange da ab. Ich glaube, ihm macht das irgendwie Spaß. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte: Wir fahren heute zum Europark, weil wir eben einen Geschirrspüler brauchen. Ja, ich bin schon gespannt, ob es überhaupt bei uns reinpasst. Aber ich glaube schon, weil ich habe das auch schon abgemessen. Und ich muss jetzt noch meine Wimpern machen. Schaut mal, wie klein und kurz die sind. Schrecklich. Ich tue ja meine Lash Extensions nicht mehr machen, weil die mal stören und Junior sie mir sowieso rausreißen. Ihr kennt das ja mit Kindern. Ja, mein Chaos ist da hinten. Ja. Und die zwei liegen hier noch faul im Bett, wo ich schon fertig bin. So, das ist jetzt mein Make-up. So schaut das aus. Ganz einfach und schlicht wie immer. Mein Outfit ist einfach diese Bluse von H&M. Die habe ich schon jahrelang. Und eine weiße Hose. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich filmen. Solange Alex noch da ist und frei hat, muss man das halt ausnützen. Wie immer. Ja, Junior ist noch in sein Bett. Ich weiß jetzt nicht, worüber ich filmen soll. Ich schaue mir jetzt noch alles an, welche Themen offen sind. Weil irgendwie weiß ich jetzt nicht, worüber ich sprechen sollte. Mir fallen immer so viele Sachen ein, dass ich es irgendwie vergesse. Deswegen schreibe ich es ihr meistens auf in meine Notizen auf dem Handy. Kann ich nur raten an die Mamis da draußen. Das hilft meistens dann. Übrigens, Leute, habe ich heute das erste Mal in Ruhe geduscht. Für manche klingt das irgendwie krank. Ich habe Junior immer dabei, wenn ich duschen gehe. Ich setze ihn in meinen Wagen und ziehe den Wagen rein in die Dusche. Und er schaut mir da immer zu. Das ist verrückt, aber er kann es halt nicht lange aushalten, bis ich fertig bin. Der schreit dann danach, weil ihm zu langweilig wird. Das war wirklich toll, heute mal alleine geduscht und in Ruhe geduscht zu haben, ohne einen Stress zu haben. So, ich wollte jetzt gerade ein Instagram-Video drehen, aber es ist nichts geworden. Irgendwie habe ich nicht so richtig geredet. Ja, und irgendwie habe ich die ganze Zeit nur gestottert. Jetzt werde ich das einfach lassen, denn ich habe jetzt eher ein Video kreiert und ja. Ich werde jetzt zu Junior und Alex gehen. Wahrscheinlich werde ich Junior schon anziehen und fertig machen. Dann fahren wir einfach los. Ich bin jetzt ein bisschen genervt, weil es irgendwie nichts geworden ist. Ja, was soll's. Oh mein Gott, ich war so geschockt. Guck mal. Es ist so krass, wie sich Babys entwickeln. Wisst ihr, was mich so extrem nervt? Dass ich einfach immer dünner und dünner werde. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder sonst was, wie ihr zugenommen habt, sagt mir bitte einfach Bescheid. Ich werde jetzt Junior einfach ein Essen machen. Die zwei liegen im Zimmer. Ja, heute gibt es Karotten. Wir kochen jetzt wie verrückt. Oh mein Gott, mach jetzt Gulasch. Da ist Junior. Der möchte nämlich nicht alleine sein. Und was brauche ich jetzt für Gewürze? Zwiebeln, Majoran, Knoblauch. Zwiebel, Majoran, Knoblauch. Tomatenmark. Tomatenmark. Und Paprika. Paprikapulver. Okay, Zwiebel, Majoran, Knoblauch, Paprikapulver und Tomatenmark.
Okay. Richtig. Und die Tomaten, also die Gemüsesuppe. Also ist das Gemüse? Ja. Du hast ja gesagt, es soll Gemüsesuppe, das ist für Junior seines. Gemüsesuppe? Musst du da hinten schauen. Das sind ja Rotsuppen hinten. Da gibt es so ein Behälter. Tomatenmark. Übrigens müsst ihr die Stufe da runtersetzen, sonst verbrennt es. Tomatenmark braucht immer Fett. Übrigens, da ist Öl. Das ist, hast du das da auch drauf? Wir sind immer noch nicht losgegangen. Oh mein Gott, meine Haare schauen so schrecklich aus. Ja. Wir haben jetzt nämlich Kartoffelpüree gemacht, dann noch Gulasch. Jetzt müssen wir warten, bis es fertig ist. Und ja, Junior hat noch schnell gegessen, aber er wollte eh nichts. Ich weiß echt nicht, wann wir losgehen. Ich hoffe, wir schaffen das alles noch. Gell, Junior? Ich brauche unbedingt eine Spülmaschine. Wer eine eigene Wohnung hat, weiß Bescheid. Es ist nicht so einfach, jeden Tag irgendwas da mit die Hände zu waschen. Eine Spülmaschine ist so wichtig. Leute. Wir sind irgendwie zu Hause gelandet und zu Hause geblieben, weil Junior ist dann eingeschlafen. Wir haben noch so viel gekocht für Junior, für uns. Da haben wir eine kurze Pause eingelegt und irgendwie haben wir es nicht mehr geschafft, aus dem Haus zu gehen. Aber wir haben jetzt besprochen, dass wir spazieren gehen, weil Junior noch gar nicht draußen war. Der schläft übrigens im Zimmer. Und ich zeige euch Alex, der zockt gerade. Da könnt ihr ihn sehen. Extra nah am Fernseher. Ja. So. Draußen ist es schön kalt. Das ist super. Ich sehe gerade, dass es draußen windig ist. Ich möchte euch das jetzt nicht zeigen, weil sonst erkennt man, wo wir wohnen. Das möchte ich jetzt natürlich nicht öffentlich stellen. Ja, ich habe jetzt noch an meinen Post gearbeitet auf Instagram. Zeige ich euch schnell, wie es jetzt ausschaut. Ich habe mir jetzt das Logo endlich ausgedacht und das war alles spontan. Habe ich euch eben vorhin gesagt. Ja, das sind jetzt die zwei Posts, was ich gemacht habe. Aber schaut doch schon sehr gut aus, oder? Voll einheitlich einfach. Ich will einfach alles lila haben. Ich glaube, das wird so gut ausschauen. Ich bin schon so gespannt. Ja. Hier auf Facebook habe ich nämlich bei Info habe ich meinen Link eingegeben, damit die Leute einfach draufklicken können. Also am Handy schaut das irgendwie besser aus als hier auf Facebook am Laptop. Ja, da habe ich eh geschrieben, hello guys, I never shared this. Can you follow my page? Das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr, also da ist der Link, wenn ihr eine Seite habt, dass ihr einfach alles, egal ob Facebook, Instagram, eure Seiten postet, von YouTube oder was auch immer, oder euren Blog einfach. Denn die Leute können euch ja auch immer finden, weil manchmal ist es so, dass man einfach anders heißt auf andere Blogs. Ja, ich hoffe, das sieht jeder und folgt mir. Das muss ich auch den Steckbrief in den News posten. Ja, das passt schon so. Dann kommt ein neues Video von mir. Ja, muss ich heute schauen. Ich muss da nämlich noch so vieles ändern. Und hier oben... Überhaupt das hier passt gar nicht. Ja, schauen wir mal, ob ich das heute noch schaffe, dass ich das alles ändere. Denn ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ich habe heute schon Videos gedreht und alles Mögliche. Mal wer wach geworden ist. Mein Junior.
Seine Haare müssen gekämmt werden. Schaut mal, wie verfilzt das ist. Er ist immer nämlich so wild. Dann passiert das. Geschützi. Schaut mal, wie er mich anschaut. Wenn ich den. Was ist denn? Geh mal raus, gell? Gell, Schatzi? Hast du lange geschlafen heute? Ha? Schatz! Geh mal jetzt. Sagst du, geh mal jetzt, Daddy? Geh mal jetzt, sagst du? Hätte. Er ist gerade aufgewacht und schaut mal, wie gute Laune er hat. Ich schaue extrem fertig aus. Ich bin so extrem genervt, weil ich habe jetzt ein Video hochgeladen nach einer Woche und da wurden einfach Szenen rausgenommen. Jetzt muss ich es einfach neu hochladen. Jetzt dauert es wieder 26 Minuten, bis es fertig ist. Und ich habe es schon bereits online gestellt und auch schon bekannt gegeben auf Instagram. Ja, und jetzt ist einfach kein komplettes Video da und ich muss es neu hochladen. Die meisten haben es wahrscheinlich eh schon gesehen, das Video, und werden es wahrscheinlich kein zweites Mal anschauen. Ja, so ist es. Typisch bei mir, kann nie was normal laufen. Kennt ihr das? Ich wollte noch sagen, dass wir nicht mehr rausgegangen sind. Oh mein Gott, wie schaue ich aus? Ich wollte nur sagen, dass wir nicht mehr rausgegangen sind, weil Alex extrem fertig war noch, weil ihr wisst ja, dass er so viel arbeitet. 14 Stunden hat er gestern gearbeitet und vorgestern. Also das hat irgendwie kein Ende. Ja, deswegen sind wir daheim geblieben, haben uns einen schönen Tag gemacht, gekocht für Junior. Jetzt liegen sie im Zimmer und ich mache hier Arbeit.